Hallo alle miteinander. Grüße euch heute aus meiner Verschwörungskammer hier. Und lese dabei ein paar Artikel aus der Lokalzeitung. Ihr denkt hier zum Beispiel. Damit ihr nicht denkt, dass ich mir das alles einfach eingebildet habe oder ausgedacht habe. 95.000 Impfdurchbrüche. Bundesweit wurden seit Februar bei 95.478 vollständig geimpften Corona-Infektionen registriert. Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts RKI hervor. Allein in den vergangenen 3 Wochen, das ist heftig, allein in den vergangenen 3 Wochen gab es 41.000 Fälle, wo die Impfung nicht funktioniert hat. Der Anteil der Durchbrüche ist bei Menschen über 60 am höchsten. Wahrscheinlich, weil die Folgen auch schwerer sind und die auch getestet werden, sozusagen. Die anderen werden ja, normalerweise Geimpfte werden ja gar nicht getestet. Wenn sie getestet werden, dann haben die schon eindeutige Corona-Symptome. Die kleinen, Erkältungssymptome werden wahrscheinlich ignoriert überhaupt. Und so können die Leute Corona haben, ohne es zu wissen, weil die Geimpften nicht getestet werden normalerweise. Oder es kann zum Beispiel mild verlaufen, sodass sie überhaupt nichts merken. Also ich denke, die Getesteten sind nur ein kleiner Teil von dem, was wirklich Corona hatte. Und die Geimpften können ja Corona selber bekommen und auch weitergeben. Laut RKI schützte die Impfung dennoch zu 90% vor einer Klinikeinweisung. Ja, okay, noch weiter. Vor einem tödlichen Verlauf sogar zu 98%. Also 2% waren doch gestorben. Wenn wir die Statistiken angucken, was an Corona so normalerweise stirbt, wie viele Menschen normalerweise sterben, dann sieht das in Deutschland durchschnittlich 2% und auch weltweit 2%. Bei Ungeimpften, die an Corona sterben. Und was für ein Zufall, hier sterben auch 2% der Geimpften. Das ist ein tragischer Zufall, muss ich sagen. Ärzte fordern vor allem bei Älteren verstärkt Auffrischungsimpfungen. Also bei 41.000 Fälle Durchbrüche, ja, in 3 Wochen, muss ich sagen, also meine persönliche Meinung ist, dass die Impfung nicht funktioniert. 2% sind dabei gestorben. Also genauso wie bei den Ungeimpften. Also meine persönliche Meinung, nach den Daten, die ich hier sehe, funktioniert die Impfung nicht. Dazu kommen auch noch die Nebenwirkungen, die von der Impfung selbst entstehen können. Herzmuskelentzündung oder Thrombose oder irgendwelche autoimmune Erkrankungen gibt es ja auch zu Genüge. Leider darf man davon keine genaueren Informationen weitergeben, sonst wird man gelöscht. Ja. Deswegen, Leute, empfehle ich euch, solche Informationen nicht auf YouTube zu suchen, sondern auf anderen Plattformen. Ein paar davon setze ich dann unter das Video, könnt ihr darüber gehen und dann euch umfassend informieren über die Folgen der Prozedur. Ja.
Und hier Ärzte fordern, vor allem bei Älteren, verstärkt Auffrischungsimpfungen. Also das, offensichtlich funktioniert das nicht, aber sie wollen trotzdem Auffrischungen. Ich würde sagen so, woran kann man Idiotie erkennen? Die Idiotie erkennt man daran, dass man immer wieder dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet. Ja, genau da, das verlangen hier die Ärzte. So, okay, also 95.487 vollständig Geimpften sind an Corona erkrankt, anscheinend mit eindeutigen Symptomen, sonst hätte man sie überhaupt nicht getestet. 2% davon sind gestorben und 10% waren in die Klinik eingewiesen. Das ist so, ja, wie normalerweise bei den Leuten. Die meisten vertragen Corona auch, ja, so ganz gut, dass wenige eigentlich eingewiesen werden und wenige sterben. Also ich persönlich sehe hier keinen Unterschied zu den Ungeimpften. So, und dann noch ein kleines Berichtchen von dem Herrn hier. Dritte Impfung alt. Kaum sind die ersten kühlen Herbsttage heraufgezogen, da geht es in der Corona-Debatte wieder heiß her. Die Inzidenzen gehen durch die Decke und die Kliniken befürchten einen neuen Ansturm von Intensivpatienten, die das ermattete und teils auch ausgedünnte Pflegepersonal überfordern könnte. Also mit diesen Schreckensmeldungen, das machen die schon sehr lange. Aber irgendwie, naja. Es ist ein großes Glück, dass mittlerweile so viele Menschen geimpft sind. Sonst wäre die Lage in den Kliniken wahrscheinlich schon jetzt sehr viel dramatischer. Oder die meisten wären sowieso schon immun. Und wir hätten die Sache schon erledigt. Ohne Impfung, ja. Weil die Menschen, die Corona gehabt haben, ich zum Beispiel, ich bin über, also fast ein Jahr her, wo ich Corona hatte. Und ich habe mich vor kurzem getestet auf Antikörper und ich habe immer noch Antikörper. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man erkrankt, wenn man einmal Corona hatte, liegt irgendwie bei 0,5%. Bei Geimpften liegt bei 10% offiziell. Ne? Also bist sicherer dran, wenn du Corona mal hattest. Okay, gehen wir weiter. Es ist ein großes Glück, dass mittlerweile so viele Menschen geimpft sind, sonst wäre die Lage in den Kliniken wahrscheinlich schon jetzt sehr viel dramatischer. Damit das so bleibt, muss viel mehr Tempo bei den Auffrischungen, Frischungsimpfungen für Vorerkrankte und Hochbetagte gemacht werden. Da sollte auch die 6-Monats-Frist nicht unbedingt Ausschlusskriterium sein. Also immer weiter impfen, also wenn nicht mal ein halbes Jahr nach der letzten Impfung vergangen ist. Ein großes Risiko, und jetzt kommt der Hammer. Ein großes Risiko bleiben diejenigen, die sich part out nicht impfen lassen wollen. Die können sich ja gegenseitig anstecken. Was die eigentlich wollen, ja. Man hat es hinter sich und fertig. Okay. Sie stellen uns schon jetzt den Großteil der Corona-Intensivpatienten dar. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich glaube das einfach nicht. Die können hier reinschreiben, was sie wollen. Die jüngste Forsa-Umfrage lässt befürchten, dass die Entscheidung bei den meisten Ungeimpften unumstoßlich ist. Also die Leute, die sich bis jetzt noch nicht geimpft haben, haben sich das ernst durch den Kopf gehen lassen. Haben Vorteile und Nachteile abgewogen und haben sich dagegen entschieden. Weil sie die Nachteile, die möglichen Nachteile, für sie die Gefahr der Erkrankung überwiegen. Ja, es sollen irgendwelche sogar magnetische Partikel festgestellt worden sein in der Impfung. Und
das Sicherheitspersonal in den Flughäfen kann feststellen, ob einer geimpft ist oder nicht, anhand von diesen Partikeln. Also wenn jemand einen Impfpass gefälscht hat, kann er trotzdem nicht ins Flugzeug, weil die sehen können, ob du geimpft bist oder nicht. Also es sind irgendwelche undeklarierte Partikel drin, die für undeklarierte Ziele eingesetzt werden. Und was diese Partikel dann in Verbindung zum Beispiel mit 5G so machen, lässt sich nur vermuten. Ja, also diese Massenimpfungen oder Zwangsimpfung lässt dann möglichen Diktatoren sehr großen Spielraum. Man kann mit Menschen dann machen, was man will, weil die Menschen nicht wissen, was ihnen geimpft wird. Und was diese Impfungen später mit ihnen tun können. Also wenn man jetzt heutzutage schon den genetischen Code des Menschen manipulieren kann, umprogrammieren kann, kann man mit den Menschen machen, was man will. Und da ist eine große Gefahr des Missbrauchs da, der du die Machthaber dann ja verübt werden kann. Okay, gehen wir noch weiter hier. Ja. Die jüngste Forsa-Umfrage lässt befürchten, dass die Entscheidung bei den meisten Ungeimpften unumstößlich ist. Also die werden sich auch nicht impfen. Umso mehr man Druck macht, umso mehr werden sie es nicht wollen, weil sie es verdächtig finden. Aber wenn die Inzidenzen so weiter steigen, wird die neue Bundesregierung über kurz oder lang vor der Frage stehen, ob sie wieder einen Lockdown verhängt. Diesmal allerdings nur für die Ungeimpften. Lockdown für die Ungeimpften. Also solche faschistische Aussagen treiben mich wirklich auf die Palme. Das ist wirklich die Höhe. Schaut euch mal diesen Typen an hier. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, was ich jetzt über den denke. Ja. Aber okay. Angesichts der Tatsachen, der Fakten, was wir haben im Moment, Impfdurchbrüche und so weiter, Impfschäden, dann solche Maßnahmen durchzuziehen, diskriminierende, staatlich organisierte Nötigung und so weiter, das geht überhaupt nicht. Das ist schon jenseits von Gut und Böse. Das ist, ich weiß nicht, also hiermit wird die Demokratie abgeschafft, unsere Rechte werden abgeschafft und man errichtet eine Gesundheitsdiktatur oder man nimmt es zu Vorwand, als Vorwand, ja, sozusagen, dass wir wünschen ja euch nur das Beste, dass ihr alle gesund seid und deswegen zwingen wir euch und lassen euch nicht dahin und dahin und dahin. Und vielleicht werden wir auch noch strafen wie in Russland und Australien. In Australien $5.000 für Ungeimpfte, pauschal, die sich nicht impfen lassen wollen. In Russland wollen die das auch einführen und dann in die Lebensmittelgeschäfte nicht reinlassen. Oder 3G einführen, dass du jedes Mal dich testen lassen musst. Was hier mit Studenten gemacht wird, dass die sich testen lassen müssen, wobei es klar ist, dass die nicht genug Geld dafür haben. Das ist ja auch schon einfach unglaublich alles. In Israel haben die schon einen grünen Pass eingeführt. Und der wird aber nur denen gegeben, die schon sich dreimal geimpft haben. Zweimal reicht schon nicht mehr. Und der muss jedes halbes Jahr erneuert werden. Also jedes halbes Jahr wieder sich irgendwas impfen lassen. Ja, unter Zwang praktisch, weil sonst kannst du kein Schwimmbad besuchen, kein Kino, ja, kein Fußballspiel und so weiter. Du bist dann ausgeschlossener, ausgestoßener, aussätziger. Ja, in Israel kennt man das ja, die Aussätzigen, die müssen nun
außer Stadt bleiben, irgendwo in der Wüste sitzen. Ja, so sind die Ungeimpften. Obwohl sie vollkommen gesund sind. Ja. Und die Geimpften eigentlich keine Angst vor denen haben könnten. Wobei die Ungeimpften genauso die Krankheit weitergeben können. Es ist einfach nur krank. Einfach nur krank, Leute. Ja, das ist mein Statement für heute. Bis zum nächsten Mal.